So, hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Revelations. Ich schaue jetzt mal ganz schnell zur Karte und dann würde ich sagen, greifen wir uns den letzten Assassinenposten vor. Dann können wir hier die Templerfeste demolieren. Dann demolieren wir hier im letzten Part die Templerfeste. Versuchen es nach 50 Mal oder sowas. Gefühlte 50 Mal, in Wirklichkeit bestimmt 3 oder 4 Mal. Aber wir haben jetzt ein bisschen mehr Assassinen vorrätig. Und jede Menge anderen Pack. Nette Vorstellung, doch was soll das? Heißt, wir hätten jetzt ein bisschen mehr Chancen. Außerdem haben wir jetzt mit Hilfe von Assassinen und sowas auch noch ein bisschen ein paar Joker noch in der Hand, die man locker noch nutzen kann. Einen Joker. Ah, ich dachte, der geht schiefer. Liebe soll Männer ja zu den tollsten Dingen ansporn. Nicht alle Tage. Also dahinter steckt keine Frau und bei mir auch nicht. Ne Leute, ich habe gerade ehrlich gesagt wenig Zeit für Beziehungen. Wenn ich zum Beispiel jetzt in der... ihr müsst euch ungefähr vorstellen, ich bin in der Arbeit von 9:30 jetzt sagen, was arbeitest du bis 19 Uhr? Ich arbeite im Verkaufsstudenten und jetzt gerade zu dieser Winterzeit, ich arbeite im Sportgeschäft, das heißt stressiges Arbeit und am Abend noch die Freundin. Na gut, wenn es so eine Beziehung ist, ja, ich bin nach einer Arbeit, die zum Beispiel eine 5 Minuten, wenn die mit dem Auto 10 Minuten von mir weg wohnt oder sowas, dann würde ich sagen, kein Problem. Aber wenn es eine langfristige Beziehung ist, dann... Wenn es dann eine langfristige Beziehung ist, dann wäre es nicht so cool. Ihr versteht, was ich meine. Wenn es zum Beispiel jetzt eine Beziehung ist, wo man länger mit dem Auto, ich hatte das schon mal eine Beziehung, wo ich mit dem Auto hin eine Stunde gebraucht habe. Das war kein Spaß. Das heißt ja kein Spaß. Jetzt bin ich hier in einen Janitscharenlager rausgekommen. Ich hoffe, ich werde jetzt hier nicht getötet oder sowas, weil ich hier durchgehe. Meine Mutter hat eine Heirat für mich arrangiert, mit der Tochter des Tatschir. Keiner hat sie bisher gesehen. Ja, da sind wir gerade so schön bei den Tonnen. Keiner hat sie bis jetzt gesehen. Eine Beziehung, die bis jetzt keiner gesehen hat. Das stelle ich mir auch so verbindliche Hochzeiten, wo keiner jetzt mal von den eigenen Hochzeiten weg, aber so arrangierte Ehen, wie es bei den Inder zum Beispiel ist, wo... Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen schicksalhaft, aber eine arrangierte Ehe, wo keiner vorher den Partner gesehen hat, wo man einfach nur ausgesucht hat, wer wen heiratet, ist auch ein bisschen, wie soll man denn sagen, ist auch ein bisschen mau. Da war ein Animus verbrennt. So schönes sieht man auch selten an einem Ort. Und wenn es jetzt weiter rauf geht, heißt, dann ist da noch weiter oben der Tempel, der Aussichtspunkt. Ich weiß, ich wollte eigentlich den Aussichtspunkten da in 77 Meter machen, aber warum nicht erst ein bisschen die Karte aufklären? Das kann nicht schaden. Wenn das keine Moschee ist, wo man da gerade raufklebt, dann... Ja, diese arrangierten Ehen zum Beispiel, das ist auch nicht jedermanns Geschmack. Man sieht sich das ganze Leben, mein Text, man sollte, weil früher wurden ja Heiraten
Früher wurden Ehen gemacht, damit man Geschäftsbeziehungen machen kann und so. Aber nach heutiger Sicht ist es schwachsinnig, wird manchmal heute auch noch gemacht. Das ist zum Beispiel auch ein bisschen blöd. Oder wenn sich zwei Freunde zum Beispiel unterhalten, ja, schubidubidu. Ich sag jetzt, meine Tochter heiratet deinen Sohn. Das heißt, wenn beides im Erhalt, Fatikami, sag mal, aha, was ist die Fatikami? Ist jetzt meine Frage. Schauen wir mal schnell. Die Fatikami oder Fatikami muss sie. Wurde nach der Eroberung Konstantinopel von den Türken erbaut und war der erste Moschee rein osmanischen Ursprung in der Stadt. Eine gesamte Geschichte soll zufolge Sultan Mehmet den Architekten wegen mangelnder Ehrgeiz die Hände abgeschlagen haben, als er bemerkte, dass die Kuppel der Fatikami kleiner war als bei der Hagia Sophia. Eine interessante Geschichte. Da fand der Architekt ungerecht, und nachdem seine Wunden verteilt waren, soll er einen osmanischen Richter aufgesucht haben, um Rechtsbeistand zu suchen. Der Richter schlug sich überraschend auf die Seite des Architekten und fordert, dass den Sultan zur Wiedergutmachung ein Arm abgeschlagen werden sollte. Dazu kam es natürlich nicht, doch allein schon die Tatsache, dass ein Richter einen Zivilisten gegen einen Sultan beistand, ohne dafür zu bestraft zu werden, ist schon bemerkenswert genug. Es ist tatsächlich interessant. Der Sultan hat ihm die Hand abgeschlagen. Und der Mann fand es ungerecht, nur weil die Kuppel kleiner war, und ist zu einem Richter hingegangen. Und der hat das auch noch von einem Sultan verlangt. Also Sultan ist das osmanische Größentum. Und, jetzt ist klar, warum ich hier meinen Bogen rumgemacht habe. Ich hoffe jetzt, dass ich still und heimlich noch was kann. Außer in den neuen Spielen. Außer in Rogue, da bin ich zurzeit extrem still irgendwie. Habe ich genügend Bomben? Ich würde am liebsten noch ein paar Bomben auswählen. Ich würde am liebsten ein paar Bomben bauen. Daratura habe ich voll. Sehr schön. Und zur Not habe ich noch meine Assassinen, die mir da schnell und spontan weiterhelfen können. Bleib doch stehen, du Arschloch! Bei mir müsste jetzt genau unten drunter oder sowas. Bleib stehen jetzt! Dann machen wir es ganz einfach so. Und was für ein schöner Killer. Jetzt muss man den ja schon lassen. Ich würde am liebsten außenrum gehen. Ich weiß, ich betrete eine Feste, kontrolliert von den Templern, aber wir machen diese Stände hier am meisten Angst. Und damit meine ich das schon. Hier muss man nämlich fuchsvorsichtig sein. Wo haben die mich jetzt da gesehen? Ich verstehe das nicht. Wo sehen die mich da? Kann bloß so ein Schwachsinn da unten sein, oder? Natürlich, das ist so ein Schießstand.
Wundern tut's mich nicht, dass die mich dann sehen können. Ich soll mal aufhören, mich dauernd anzuschießen. Wow, jetzt treffen sie sogar. So Leute, ha, aber wir haben den Templer dafür eliminiert und zwar mit riesen Bum um Tatrata und das ziemlich schnell und ich bin aus Versehen auf die Assassinen-Feiertaste und eine unserer Feste wird wieder angegriffen. Anscheinend verspricht die nächste Folge wieder eine Kampffolge. Ich finde dieses Kampfsystem ziemlich geil, nur anscheinend hat es viele geärgert. Weil es wollen ja viele in diesen Assassin's Creed Teilen jedes Mal was Neues haben. Zum Beispiel ist es hier im Revelation zum Großteil der Bombenbau neu gekommen. Die Hakenklinge und ja. Und dann dieses Kampfsystem. Das Ausbildungssystem ist ja neu dazugekommen. Dann zum Beispiel im dritten ist dann neu dazugekommen dieses Handelssystem, wo man seine Waren selber baut und sowas, dieses Jagdsystem und auch ein bisschen das Maritime. Dann in Black Flag, was eigentlich einer meiner persönlichen Lieblings-Assassin's Creed-Teile ist, Black Flag. Nicht nur, weil ich Piratenthema mag oder sowas, sondern auch, wie das aufgebaut ist. Ist es zum Beispiel auch neu, dass man mit diesem Schiff oder sowas, dass man ein komplettes Schiff ausrüstet. Was natürlich schon ein Ding war. Im dritten war, aber... Ja, aber die ganzen Leute wollen immer was Neues. Und ich finde dieses Kampfsystem... Jetzt haben wir halt hier noch diesen Assassinen frei. Und wir suchen am besten heraus... Jetzt haben wir halt dieses Gebäude noch. Jetzt haben wir alle Gebäude frei. Ich habe jetzt meine nächste Assassinenfeste in der Hand. Und anscheinend haben wir einen Angriff zu verbuchen, aber wo ist meine Frage? Wir können hier wieder was freischalten. Aber die hier unten wird angegriffen. Umstrittene Festung, die hier unten wird angegriffen. Vabene. Nixe Vabene. Ich gehe zum Punkt da unten und dann sorge ich dafür, dass unsere... Ich gehe zu dem Punkt dahinter. Aber jetzt dürften wir frei sein von jedem. Bittet nun für die Gilde 2 neue Plätze frei. Das ist die Feste da unten, dann können wir nämlich im nächsten, dann sind wir auch in der Nähe des Buches gerade, es trifft sich noch besser, im Südhafen ist gerade die umstrengste Feste, dann können wir nämlich bald im nächsten Part
Warnung, Sperrgebiet. Warum? Das könnte es sein. Ich sehe besser nach. Hört auf! Husch, husch! Ich hab euch gar nichts gemacht. Jetzt bin wieder ich schuld daran, an der ganzen Geschichte. Was kann ich dafür, dass die Templer angreifen und die kriegen dafür eine Belohnung? Da vorne ist der Angriffspunkt. Da vorne ist die umstrittene Feste. Lasst mich in Ruhe, ihr Pöbel! Ihr Ignoranten! Hilfe! Muttern! Hilfe! Habe ich das nicht markiert? Jetzt habe ich es markiert. Warum muss mir jetzt mal, wenn ich in einer Aufnahme bin, jemand im WhatsApp schreiben? Kann mir das mal einer erklären? Und sollte das jemand mit Absicht machen? Oh, wo sind wir jetzt? Zwei Italiani, allein und verlassen im Orient. Spürt ihr auch diese? Wo sind wir denn jetzt gelandet? Ich spüre vieles, Messere. Vor allem Übelkeit. Haha. Belästigt euch dieser Mann, Sophia? Vergebt mir, Messere. Aber die Dame und ich sind... der Teufel in Person! Weiche! Duccio, welche Freude. Lauft, gute Frau, um euer Leben! Wer war das? Umkane. Er war mit meiner Schwester liiert vor vielen Jahren. Und was geschah dann? Sein Cazzo hatte noch 6 andere. Kirdovenia. Also, was führt euch zu den Docks? Ich habe meine Arbeit unterbrochen, um ein Paket abzuholen. Aber anscheinend sind die Papiere des Kapitäns nicht in Ordnung. Also warte ich. Oh, Kesekatura. Das kann den ganzen Tag dauern. Lasst mich sehen, was ich tun kann. Ich kenne ein paar Wege, die Regeln zu umgehen. Kennt ihr die? Sie. Ich treffe euch bei eurem Geschäft. Ja, unbemerkt in den Hafen eindringen, der vierte Teil der Welt. Ich bin jetzt ein bisschen überleghaft, soll ich das jetzt schnell machen oder soll ich das im nächsten Part machen oder sollte ich das nicht im nächsten Part machen? Wir machen das im nächsten Part, Leute. Also dieser Part ist jetzt ein bisschen kürzer, macht hoffentlich nichts. Aber dann machen wir im nächsten Part die Aktion und dann machen wir noch die Templerfeste. Also wiederschauen, reingehauen und Servus.